Jetzt willkommen zu diesem Kurzvideo zu den Grundkompetenzen zu Windows 11. Und da geht es darum, im Webbrowser den Ausschnitt, den man sich anschaut, zu vergrößern, zu verkleinern, sprich zu zoomen. Und das mit Tasten und Maus. Zeige es dir mal mit der Tastenkombination. Ich drücke die Steuerungstaste und drücke die Plus-Taste auf der Tastatur. Und bei gedrückter Steuerungstaste und Plus-Taste wird der Ausschnitt vergrößert. Wenn ich die Steuerungstaste gedrückt lasse, Minus drücke, wird er verkleinert. Ich kann das Ganze jetzt aber auch mit der Maus, mit Hilfe der Maus machen, mit dem Scrollrad. Ich lasse die Steuerungstaste gedrückt und verändere jetzt einmal mein Scrollrad. Verschiedene Richtungen, es wird größer und es wird kleiner. Und so einfach funktioniert das Zoomen im Webbrowser. Danke für deine Aufmerksamkeit.